Teilnehmerrekord, neue Bestzeiten und verkleidete Starter, die in witzigen Kostümen um die Wette radeln und rennen. So macht der vierte Run and Bike des SC Tegeler Forst definitiv Spaß. Ich freue mich natürlich total jetzt gerade nach so einer langen Durststrecke, dass die Leute auch wieder Lust haben. Ne? Man merkt wirklich, sie wollen alle wieder und es geht jetzt wieder. Wahlweise legen Zweiermannschaften, ob männlich, weiblich oder gemischt, 10,5, 21 oder die Marathonstrecke von 42 Kilometer zurück. Hilfsmittel ist jeweils ein Fahrrad, welches auch zum Mitführen von Getränken, Verpflegung sowie Kleidung genutzt werden kann. Es darf beliebig oft gewechselt werden. Der Radfahrer bleibt dabei immer hinter dem Läufer. Außerdem charakteristisch für solche Läufe, nach dem Zieleinlauf wird jedes Team mit einer Finisher-Medaille belohnt. Freut wieder hier zu sein. Wir waren ja im letzten Jahr zum ersten Mal hier und so ein Run and Bike ist doch immer mal eine Abwechslung zum normalen einzelnen Lauf. Hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Bergauf, bergab, Kopfsteinpflaster und unbefestigter Boden. Das sind die Eckdaten des diesjährigen Run and Bike. Die Läufer, Läuferinnen starten im Stadion an der Heinheimer Straße, während das andere Teammitglied mit dem Rad bereits im Wald wartet. Haben die Sportler, Sportlerinnen die Startlinie überquert, geht es für sie eine Runde auf der Aschenbahn entlang. Anschließend begeben sie sich in Richtung des Fußballplatzes. Keine 150 Meter weiter erreichen sie den Tegeler Forst. Dort müssen die Teilnehmer knapp 10 Kilometer der Strecke bewältigen, bevor es für sie wieder ins Stadion zurückgeht und die nächste Runde vor ihnen liegt. Viele Laufbegeisterte bringt diese Distanz definitiv an ihre Grenzen. Wir sind auch aus Berlin, haben nur in Berlin geübt. Da hat man ja keine Berge und das war schon sehr anstrengend, gerade mit Rattern da irgendwie hinterher. Bereits in der kommenden Woche geht es beim SC Tegeler Forst mit der Sega-Serie sportlich weiter. Hierbei handelt es sich um eine beliebte Cross-Serie an drei Samstagen im Oktober, bei der sich die Distanzen von Lauf zu Lauf steigern. Meldet euch gerne auf der Website vom SC Tegeler Forst für die Sega-Serie und weitere Events des Vereins an, bei denen Teilnehmerrekorde, neue Bestzeiten und verkleidete Starter, die in witzigen Kostümen um die Wette rennen, garantiert sind.